Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier in die UPK gekommen sind. Ich werde Ihnen in den nächsten 40 Minuten versuchen, dieses Thema der Suchtbehandlung etwas näher zu bringen, und zwar den aktuellen Stand. Im Titel heißt es Neue Möglichkeiten. Also wenn Sie nach Hause gehen heute, sollten Sie etwas mitnehmen von dem, was aktuell gültig ist. Ja, in der Wissenschaft nennt man das auch evidenzbasiert. Das heißt, alle Behandlungen, die durch Studien erfolgreich nachgewiesen werden konnten, die werde ich Ihnen heute näher bringen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann noch Zeit finden würden, im Anschluss daran rege zu diskutieren. Suchterkrankungen sind vielen falschen Vorurteilen ausgesetzt, viel mehr als andere psychiatrischen Erkrankungen. Es gibt ganz viele Stereotypien über Suchterkrankungen, falsche Annahmen, und die zwei häufigsten und wichtigsten falschen Vorurteile habe ich Ihnen heute mitgebracht. Suchtkranke sind willensschwach. Das ist das, was man am häufigsten hört. Ja, tatsächlich ist es so, wenn die Suchterkrankungen als das wahrgenommen werden, was sie wirklich sind, nämlich eine häufig zu Chronifizierung neigende schwere Erkrankung, dann muss man sagen, ist das falsch, weil es ganz viele Suchtkranke gibt, die von ihrer Sucht wegkommen, und ganz viele, die ihr Verhalten verändern können, nämlich genauso viele wie Patienten mit Bluthochdruck und Diabetes mellitus, was zeigt, dass man tatsächlich von der Sucht wegkommen kann und dass es auf keinen Fall richtig ist, wenn man sagt, dass Suchtkranke willensschwach sind. Sie sind nicht willensschwach, sondern sie schaffen es sehr wohl, die Suchterkrankung hinter sich zu lassen. Die zweite häufigste Vorurteil, was auch verkehrt ist, ist, dass nicht nur die Suchtkranken als schwach und wenig erfolgreich eingeschätzt werden, sondern auch ihre Therapien. Ja, also auch wir als Suchttherapeuten werden häufig so eingeschätzt. In Wirklichkeit ist es so, dass die im Durchschnitt die Behandlung der Suchterkrankung nicht schlechter abschneiden, als das der Fall ist für andere psychiatrische Erkrankungen und auch für somatische Erkrankungen. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir ganz viele Suchterkrankte gar nicht erreichen und erst gar nicht in Behandlung kommen. Für Alkoholabhängigkeit gilt, dass unter 10% dieser Erkrankung überhaupt eine Behandlung aufsuchen, wegen der Sucht. Und diese Behandlungen, die es momentan gibt, werde ich Ihnen jetzt in der Folge demonstrieren. Wie möchte ich starten? Als erstes, ja, eine Begrifflichkeit. Was ist es überhaupt, Abhängigkeit und Sucht? Dass Sie etwas mitbekommen von dem, was wir verstehen über diese Begrifflichkeit, dass wir auch von dem Gleichen reden. Und dass wir dann als zweites übergehen zu den Medikamenten, die hilfreich sind. Und dann als dritten Punkt, wie kann Psychotherapie behilflich sein? Und da werde ich auch einen besonderen Schwerpunkt drauf legen, dass ich nicht nur, wie das so häufig der Fall ist, über Psychotherapie spreche, man macht Psychotherapie, sondern Ihnen auch ein kleines Beispiel versuchen zu erläutern, was Psychotherapie eigentlich bedeutet. Also was ist Abhängigkeit und Sucht? Sucht ist eine zwanghaft und unkontrolliert anmutende Verhaltensweise, die den Konsum einer psychotropen Substanz trotz negativer Konsequenzen beinhaltet und den Charakter einer Störung aufweist. Was hierbei sehr wichtig ist, ist, dass es tatsächlich weiter durchgeführt wird. Das süchtige Verhalten bleibt vorhanden, auch wenn es negative Konsequenzen sind. Ist ein ganz wichtiger Marker, um diesen Begriff zu fassen. Und das Zweite ist, dass tatsächlich ein Störungsbild vorliegt. Also nicht jeder, der gerne am Computer sitzt, nicht jeder, der gerne abends Alkohol in Maßen konsumiert, ist damit schon suchtkrank. Nicht jeder, der gerne Schokolade im Übermaß isst, ist damit schon gleich suchtkrank. Ja, sondern es muss das Kriterium eines Störungsbildes vorliegen, was man auch diagnostizieren und klassifizieren kann. Was ist der Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten Abhängigkeit und Sucht? Es gab eine Zeit, da haben alle von Abhängigkeitserkrankungen gesprochen. Das bedeutet, dass es um den Konsum einer psychotropen Substanz geht. Also das heißt, jede Substanz, die im Gehirn ihre Wirkung entfaltet und die bei Absätzen Entzugssyndrome machen kann, wäre damit auch eine Abhängigkeitserkrankung. Also eine Abhängigkeit von Alkohol, eine Abhängigkeit von Kokain, eine Abhängigkeit von Cannabis und so weiter.
In der letzten Zeit ist vor allen Dingen mehr in den Blickpunkt gerückt, dass es auch andere Suchterkrankungen gibt, die eben nicht diese körperliche Abhängigkeit in dem Maße ausüben, wie das zum Beispiel die Alkoholabhängigkeit macht. Und die fassen wir unter diesem Begriff Verhaltenssucht zusammen. Verhaltenssucht wären Süchte wie etwa das pathologische Glücksspiel oder auch wie die Internetsucht, die Internetabhängigkeit. Das sind alles Süchte, die ganz ähnliche Phänomene aufweisen, wie den Konsum psychotroper Substanzen das auch tun. Wir wissen aus Studien zum Beispiel, dass auch ein suchtmäßiges Essverhalten genau das gleiche, die gleichen Mechanismen im Gehirn auslösen, wie der Konsum von Heroin zum Beispiel. Also dass wir auf neurobiologischer Grundlage davon ausgehen, dass alle Süchte, auch die Verhaltenssüchte, ganz ähnlichen Mechanismen unterliegen. Und da die Begriffe der Abhängigkeitserkrankung deswegen etwas schwieriger nachvollziehen sind, sprechen wir auch von Suchterkrankung, was dementsprechend ein Überbegriff ist und sowohl die Verhaltenssucht als auch die Abhängigkeit von psychotropen Substanzen beinhaltet. Diese können klassifiziert werden, wie ich schon gesagt habe. Es ist nach der ICD-10, das ist Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, dass alle psychischen und Verhaltensstörungen, die durch psychotrope Substanzen ausgelöst werden, so bezeichnet werden, wenn das Stoffe sind, die über Effekte im zentralen Nervensystem auf Erleben und Verhalten wirken. Es gibt zwei große Kategorien bei allen Abhängigkeitserkrankungen. Das sind der schädliche Gebrauch und das Abhängigkeitssyndrom im engeren Sinne. Auf die gehe ich jetzt noch etwas näher ein. Wir haben den schädlichen Gebrauch, der sehr vage formuliert ist, als Schädigung der psychischen und physischen Gesundheit. Es ist häufig die Eingangspforte zur Abhängigkeitserkrankung. Das heißt, es gibt einen Konsum, dann gibt es einen riskanten Konsum, dann gibt es einen schädlichen Gebrauch, bei dem eben schon Schädigungen vorliegen. Und als nächstes Stadium wäre dann die Abhängigkeitserkrankung im engeren Sinne. Was ist das? Es ist sehr scharf definiert. Wie Sie hier sehen, es sind 8 Kriterien. Wenn mindestens drei in den letzten 12 Monaten vorliegen, dann würde man von einer Abhängigkeitserkrankung oder einem Abhängigkeitssyndrom sprechen. Das gilt dann für alle Stoffe, die eben abhängig machen können, wie Kokain, wie Cannabis, wie Alkohol. Und ich gehe die Einzelnen jetzt mal durch. Der starke Wunsch oder eine Art Zwang zu konsumieren wäre das erste Kriterium. Das ist das, was man auch als Drogenverlangen, als Suchtverlangen oder auch als Craving bezeichnet. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie einen bestimmten Wunsch, ein bestimmtes Bedürfnis danach haben, diese Substanz zu konsumieren, Sie Gedanken danach haben, dass wenn zum Beispiel ja, das Wetter dementsprechend ist und Sie sich vorstellen, jetzt wäre es doch schön, ein Bier zu trinken, ja, und Sie Freude schon an dieser Vorstellung haben, was Sie dann bald zu Hause machen werden, das würde man dann als Verlangen bezeichnen. Und das ist, können Sie sich vorstellen, mal weniger und mal mehr ausgeprägt. Das zweite wäre die verminderte Kontrollfähigkeit. Das wäre etwas, das Suchtpatienten kennen, nämlich, dass wenn sie 2 oder 3 Stangen Bier trinken, dass sie damit dann nicht aufhören können, sondern immer weiter trinken. Ja, und dieses Phänomen würde man auch als Kontrollfähigkeit bezeichnen oder als Verlust der Kontrolle oder Kontrollfähigkeit. Also, dass sie nach 2, 3 Bier, obwohl sie wissen, jetzt wäre es eigentlich gut, nicht aufhören können, weiter zu konsumieren. Das dritte ist Substanzgebrauch, um Entzugssyndrome zu mildern. Wie ich gerade schon gesagt habe, das körperliche Entzugssyndrom ist ein zentrales biologisches Kriterium bei allen Abhängigkeitserkrankungen. Nämlich dann, wenn sich der Körper und das Gehirn gewöhnt haben an die Zufuhr einer bestimmten Substanz und diese Substanz dann abrupt beendet wird im Konsum, dass dann Entzugssyndrome auftreten, wie bei Alkohol zum Beispiel, dass dann Zittern entsteht oder erhöhte Schweißneigung, Bluthochdruck, Herzfrequenz, die ansteigt. Und diese Entzugssyndrome verschwinden dann, sobald wieder weiter konsumiert wird. Ein anderes, sehr wichtiges biologisches Kriterium ist der Nachweis einer Toleranz. Ja, Toleranz würde man das bezeichnen, dass Sie, wenn Sie mehr trinken und sich der Körper gewöhnt, es immer weitergeht. Das heißt, Sie müssen noch mehr konsumieren, damit Sie die gleiche Dosis erreichen. Also wenn Sie hören oder von Nachbarn oder Angehörigen hören, das ist jemand, der sehr viel vertragen kann, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ja, sondern das heißt, dass jemand viel verträgt, bedeutet einfach nur, dass jemand sehr viel trinkt.
weil dadurch, dass er mehr trinkt, verträgt er auch irgendwann mehr. Jetzt kommen noch die sozialen Kriterien und psychosozialen Kriterien. Das wäre ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz. Also dass sie zum Beispiel viel Zeit verwenden, nicht wie sonst üblich mit Freunden, mit Freizeitaktivitäten, sondern mit dem Konsum und dem Beschaffen von diesen psychotropen Substanzen. Ja, also es wird sozusagen ein Muster, dass sie verstärkt fokussieren darauf, was machen sie jetzt, wie müssen sie das besorgen, hat der Laden noch offen, ja, muss ich noch zum Geschäft gehen, muss ich noch auf die Gasse gehen, mir noch Stoff besorgen. Das sind alles Sachen, die sich sehr viel dann in den Freizeitaktivitäten verändern. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen, das ist damit schon gesagt, ja, dass sie tatsächlich andere Sachen nicht mehr in dem Maße ausüben, wie das vor dem Suchtverhalten der Fall war. Und dem Konsum trotz Nachweis schädlicher Folgen. Also Sie können sich das jetzt anschauen, mehr als drei Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate, dann würde man von einer Abhängigkeit sprechen. Es ist eben in der ICD-10 die Verhaltenssucht noch nicht klassifiziert. In dem amerikanischen Klassifikationssystem haben wir jetzt begonnen, das pathologische Glücksspiel mit bei den Suchterkrankungen aufzunehmen. Und ich nehme an, dass das in der nächsten Ausgabe des ICD-10 auch aufgenommen wird, dass insofern sich die Abhängigkeitserkrankungen auch ausweiten um verschiedene Verhaltenssüchte, die dann alle die Gruppe der Suchterkrankung widerspiegeln. So, das wäre als Einleitung gedacht, ja, zu diesem Thema Suchtabhängigkeit. Jetzt kommen wir zu der Behandlung und da wäre so die Frage, welche Medikamente können helfen? Ja, bei den Psychiatern ist es immer so, sie orientieren sich nach Medikamenten und nach Psychotherapie. Und so habe ich das auch aufgeteilt und würde jetzt die einzelnen Medikamente durchgehen, die helfen können. Es ist auf den ersten Blick sehr überschaubar, welche Medikamente bei Suchterkrankungen eingesetzt werden. Ich muss hier nochmal betonen, dass sich zum Beispiel die Substitution bei der Heroin- und Opiatabhängigkeit hier nicht besprechen möchte. Auch die Nikotinersatztherapie bei der Tabakabhängigkeit, weil das alles Substitutionsmittel sind. Also sie substituieren quasi eine Abhängigkeit mit einem bestimmten Stoff, der auf ganz gleiche Weise wirkt. Sondern ich möchte hier explizit auf die sogenannten rezidivprophylaktischen Medikamente eingehen, die man nimmt, um tatsächlich eine Abhängigkeit zu behandeln. Es sei noch gesagt, dass natürlich auch die Opiatabhängigkeit mithilfe der Substitution sehr gut zu behandeln ist. Ja, wenn wir sehen, welche Medikamente noch hilfreich sind, dann sehen wir vor allen Dingen bei der Alkoholabhängigkeit einen moderaten Effekt. Dort gibt es einige Medikamente, die erwiesenermaßen behilflich sind und einen besseren Effekt als Placebo haben. Die werde ich Ihnen gleich noch näher vorstellen. Bei der Cannabisabhängigkeit und der Kokainabhängigkeit haben wir derzeit noch kein Medikament, was wirksam ist. Bei der Internetabhängigkeit ist es derzeit noch unklar. Dort fehlen noch genug Studien, um sagen zu können, das Medikament können wir jetzt guten Gewissens empfehlen. Wenn ich sage neue Behandlungsmethode, dann ist dieses Medikament kein neues. Sie sehen, es wurde schon 1949 zugelassen, das Disulfiram zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit, besser bekannt auch unter dem Namen Antabus. Es ist in den meisten Studien nachgewiesen worden, dass es einen positiven Effekt gibt auf die Abstinenzerhaltung gegenüber Placebo. Das heißt, wenn ein Entzug absolviert worden ist und ein Patient trocken ist, dann hilft Antabus dazu, dass er weniger schnell rückfällig wird. Und das ist auch nachgewiesen in Studien gegenüber Placebo. Besonders effektiv ist es vor allen Dingen, wenn es unter Kontrolle eingenommen wird. Also dass viele von Ihnen, die, wenn sie die Disulfiram einnehmen, kennen das. Das ist ein Mittel, was sie zum Beispiel in der Apotheke abnehmen. Es ist eine Substanz, die den Alkoholabbau hemmt und dadurch werden Alkoholabbauprodukte erhöht, was zu einer bestimmten Reaktion führt. Ja, man nennt das auch die Disulfiram-Alkohol-Interaktion. Leider ist es so, dass diese Reaktion auch sehr schwere Nebenwirkungen nach sich ziehen kann, was dazu führt, dass das Medikament nicht als erste Wahl in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit gelten kann. Aber
vielen Patienten hilft es sehr gut und die Nebenwirkungen, die, wenn sie das wissen und sogenannt compliant sind, das heißt, sie nehmen das Medikament ein und wissen, dass wenn sie jetzt Alkohol trinken, es zu schweren Nebenwirkungen kommen kann, dann ist das Medikament eine gute Möglichkeit, um die Abstinenz aufrechtzuerhalten und zu fördern. Als Medikamente der ersten Wahl in der Behandlung der Alkoholabhängigkeit gelten diese beiden Medikamente. Es ist das Acamprosat und das Naltrexon. Beide Medikamente sind effektiv. Es hat sich gezeigt, dass die Trinktage weniger werden, dass der Konsum weniger wird, dass die Trinkmengen reduziert werden. Und interessanterweise sind in etwa die Effekte gleich. Das heißt, wenn die Effekte und die Wirksamkeit gleich ist, dann schauen wir auf die Nebenwirkungen und auf das Nebenwirkungsprofil und überlegen uns, gibt es vielleicht Vorteile des einen oder anderen Präparates in Bezug auf ihre Nebenwirkungen. Und da muss man sagen, Acamprosat hat grundsätzlich weniger Nebenwirkungen. Man muss aber sehr viele Tabletten pro Tag einnehmen. Wenn einige von Ihnen das Campral einnehmen, dann wissen Sie das, dass es nicht immer ganz einfach, wenn man so viele Tabletten schlucken muss. Naltrexon hat den Vorteil, es ist nur eine Tablette am Tag, hat aber den Nachteil, dass es etwas mehr Nebenwirkungen hat und dass es bei Leberfunktionsstörungen eine Kontraindikation gibt. Gleichzeitig ist es ein Opiat-Antagonist. Das heißt, wenn Sie zusätzlich opiathaltige Medikamente nehmen oder Opioide einnehmen, wird es dazu führen, dass Sie auch Entzugssymptome bekommen können. Ja, das wäre sozusagen eine weitere Kontraindikation, wenn Sie Opiate gleichzeitig einnehmen. So, ein neues Medikament, was wirklich den Namen neu verdient, ist im letzten Jahr in der Schweiz zugelassen worden, das Nalmefen. Es ist ein Medikament, was eine andere Bedeutung hat als die anderen Medikamente, die ich Ihnen vorgestellt habe. Es ist nämlich so, dass in der Regel eine Abstinenz erreicht werden sollte. Das heißt, nach dem Entzug wird ein Patient auf ein rezidivprophylaktisches Medikament eingestellt. Bei Nalmefen ist das nicht so. Nalmefen dient ausdrücklich dazu, die Trinkmenge zu reduzieren und keine Abstinenz aufrechtzuerhalten. Ja, man konnte in einigen Studien zeigen, dass es gegenüber Placebo, das sehen Sie hier in den beiden Grafiken, also Placebo ist die erste Kurve und Nalmefen die zweite, und das tatsächlich so ist, dass die Tage mit Hochkonsum von Alkohol reduziert werden konnten und auch die gesamte Trinkmenge deutlich gegenüber Placebo reduziert werden könnte innerhalb der ersten 6 Monate. Die Wirksamkeit scheint dadurch zustande zu kommen, dass die positiven Effekte auch als Opiat-Antagonist weniger werden und dass das Verlangen danach, mehr Alkohol zu konsumieren, weniger wird. Das heißt, es kann dazu kommen, dass man nicht zum Beispiel 20 Standarddrinks zu sich nimmt, sondern nur 10. Ja? Oder nicht nur 12 oder nur 5. Das Interessante daran ist, dass es tatsächlich auch akut eingenommen werden kann, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man zum Beispiel eine Einladung und man würde dazu neigen, etwas mehr zu trinken, als gesund wäre, dass man das Medikament am gleichen Tag einnimmt. Das ist das Besondere und das Interessante an dieser Substanz. Es ist natürlich jetzt erst 1 Jahr alt, das heißt, wir sind gerade alle dabei, auch klinisch Erfahrung zu sammeln und ein Profil für uns zu entwickeln, bei welchen Patienten es sinnvoll sein könnte und bei welchen eher nicht. So, zum zweiten Thema. Also wir würden jetzt die Medikamente verlassen und es wird jetzt zum Thema Psychotherapie gehen. Ja. Was ist Psychotherapie überhaupt? Ich habe hier eine etwas ältere Definition gefunden, die ich finde sehr gut ist, weil sie auch sehr allgemein gehalten wird. Grundsätzlich ist Psychotherapie eine Methode, in der es um die Beziehung zwischen zwei Personen geht. Knapp könnte man sagen, eine Person braucht Hilfe und die andere Person bietet Hilfe. Das ist das, was Psychotherapie ausmacht. Also es ist eigentlich eine Behandlung durch das Gespräch. Viele sagen, wie soll denn so ein Gespräch helfen? Ja, welche Effekte soll es denn erzielen? Wir wissen mittlerweile sehr gut, dass Psychotherapie ähnlich hilfreich ist, etwa die gleichen Effekte erzielt wie Medikamente. Und das gilt auch für die Suchterkrankungen. Also die Effekte sind alle im moderaten Bereich. Wir haben bei den Suchterkrankungen 4 spezifische Methoden, die ich Ihnen hier aufgeführt habe, die, wenn Sie sagen können und das vielleicht schon mal gehört haben, dass
Psychotherapie im Grunde entweder von der Verhaltenstherapie kommt oder psychodynamische Psychotherapie oder der systemischen Therapie, dann sind diese vier auch deswegen als suchtspezifische Therapieverfahren genannt, weil sie von der Verhaltenstherapie sich entwickelt haben. Das heißt, es wurde an die spezifischen Bedürfnisse von Suchtpatienten so angepasst, dass die dort auch abgebildet werden. Ich werde jetzt im Einzelnen diese vier Psychotherapieverfahren vorstellen. Die motivierende Gesprächsführung. Die motivierende Gesprächsführung ist eine Methode, die jetzt seit ab 2000 im Deutschen ganz gut auch übersetzt worden ist. Es sind jetzt mehrere Studien gelaufen, die gut zeigen konnten, dass die motivierende Gesprächsführung sehr effektiv eingesetzt werden kann in der Behandlung von Suchterkrankungen, aber nicht nur, auch in der Behandlung von chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Adipositas oder Diabetes mellitus, wird die motivierende Gesprächsführung sehr gut eingesetzt. Es ist im Grunde eine völlig andere Herangehensweise an die Probleme eines Patienten. Also ich habe Ihnen hier die vier Grundprinzipien aufgeführt. Das erste wäre Empathie ausdrücken. Das bedeutet ein aktives Zuhören, ohne zu werten und zu kritisieren. Ich will Ihnen das an einem Beispiel kurz verdeutlichen. Es kommt ein Patient, ja, der Therapeut sagt, endlich kommen Sie. Es ist ganz furchtbar, Ihre Leber ist kaputt. Ja, Ihre Werte sind so schlimm, dass Sie nicht mehr lange leben werden, wenn Sie so weitermachen. Sie müssen jetzt unbedingt einen Entzug machen. Das wäre die erste Möglichkeit. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Art und Weise schon die Gesprächsführung gelernt habe, als ich noch studiert habe. Ja? Motivierende Gesprächsführung würde so aussehen, dass man natürlich sagt, das ist schön, dass Sie gekommen sind. Ich finde toll, dass wenn wir über Ihre Probleme reden können und ich werde Ihnen die Behandlungsmöglichkeiten aufzählen und dann können wir zusammen überlegen, was wir machen werden. Sie können sich schon da an dieser Einleitung vorstellen, dass das natürlich eine ganz andere Motivation bedeutet, diesen Therapeuten oder die Therapeutin nochmal aufzusuchen. Ja, oder im anderen Fall, dass man sich nicht wundern darf, wenn die Patienten auch nicht in die Behandlung kommen. Das zweite wäre, Diskrepanzen entwickeln, weil wir wollen ja doch auch was verändern. Wenn wir nichts verändern wollen und nur sagen wir empathisch sind, dann passiert ja auch nichts, könnte man sagen. Gemeinsam Wünsche und Ziele identifizieren und Diskrepanzen benennen. Ja, zum Beispiel wäre das, wenn jetzt ein Patient mit einem Alkoholproblem sagt, einerseits hilft mir der Alkohol, wenn ich abends nach Hause komme und ich muss Stress abbauen und das hilft mir gut, weil ich dadurch weniger ängstlicher bin und gut schlafen kann. Außerdem kann ich mit Kollegen besser zurechtkommen und besser reden. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich morgens nicht mehr so gut aus dem Bett komme und mir wünschen würde, wenn ich ein bisschen leistungsstärker wieder wäre. Ja, wenn man das zum Beispiel zusammen erarbeitet, dann könnte man auch sagen, wir könnten ja vielleicht mal versuchen, die Trinkmenge etwas zu reduzieren. Und dass Sie am Morgen vielleicht doch etwas fitter sein können. Das könnte vielleicht eine Idee sein, und das zu verändern und mal auszuprobieren. Na, das wäre zum Beispiel etwas, was man sagen könnte, wären auch Diskrepanzen. Ja, man kann auch sagen, dass ein Patient immer ambivalent ist. Einerseits trinkt er ja oder konsumiert Substanzen, weil ihm das hilft. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch negative Konsequenzen dieses Suchtverhaltens. Und darum geht es eben, das auszuloten und die positiven und die negativen Aspekte miteinander in eine Balance zu bringen. Widerstand umleiten. Widerstand ist mit das Schwierigste in der Psychotherapie, was es gibt. Wenn jetzt ein Patient zum Beispiel sagt, ich trinke nicht so viel, ja, dann kann sich der Therapeut zum Beispiel darauf konzentrieren, ihm klarzumachen, dass er doch zu viel trinkt. Was dann häufig in so einem Ja-Aber oder doch, ich glaube aber. Ja, dieser Widerstand, der wird zu gar nichts führen. Es ist bei der motivierenden Gesprächsführung so gemeint, dass es so etwa ist wie im Judo. Das heißt, Sie würden die Kraft nutzen, ja, des Gesprächspartners, um sozusagen nicht noch mehr Kraft und noch dagegen, sondern die zu nutzen, um einen guten Effekt daraus zu erzielen. Ja, wenn wir nochmal bei dem Beispiel von gerade bleiben würden, dass jemand zum Beispiel sagt, dass er jetzt müde ist und dann aber sagt, ja, ich trinke ja gar nicht so viel, mein Nachbar trinkt ja genauso viel, ja, wieso soll ich jetzt ein Problem haben? Der Nachbar hat doch ein Problem. Ja, was jetzt eine Aussage ist, die nicht so selten ist übrigens.
dass man dann sagt, ja, das kann ja so sein, aber Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie morgens sehr müde sind. Vielleicht können wir das einfach mal nehmen, diese Aussagen versuchen, die Trinkmenge zu reduzieren, ganz unabhängig davon, ob Ihr Nachbar das auch macht oder nicht. Selbstwirksamkeit fördern wäre das Letzte. Das Wichtigste ist immer und die Grundlage, gerade in der Behandlung der Suchterkrankung, dass der Therapeut selber glaubt daran, dass er was verändern kann, der Patient. Ja, nichts ist schlimmer als Therapeuten, die schon ganz aufgegeben haben, die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich doch was tut. Ja, weil das merkt natürlich der Patient, die Patientin sofort. Ja, das ist auch wie der größte Antrieb darin, dass sich etwas verändert. Aber, und das ist auch das Entscheidende, verändern muss sich schon der Patient, die Patientin selber, ja, von sich aus. Früher ist man viel davon ausgegangen, der Arzt, der Therapeut, der weiß, was gut ist und der muss das nur sagen und dann wird der Patient, die Patientin das schon machen. Nämlich, und so ist es natürlich ganz und gar nicht. Sondern es geht darum, dass man Hilfe anbietet, die Motivation stärkt, aber jemand, der ein Suchtproblem hat, muss selber auf die Idee kommen, was zu verändern. Anders funktioniert eine Verhaltensänderung nicht. Sie funktioniert vielleicht mit Druck von außen eine Zeit lang, aber das wird nicht lange anhalten. Und es wird sich wieder das alte Verhalten einstellen. Also was passiert? Man könnte sagen, der therapeutische Umgang verändert sich durch dieses Therapiekonzept mit dem Patienten ganz grundlegend. Und es ist überhaupt erstmal die Grundlage für eine Therapie, dass eine therapeutische Beziehung zwischen Therapeut und Patient entstehen kann. Ich komme jetzt zu dem zweiten Therapieverfahren, das sich als hilfreich herausgestellt hat, das ist die Rückfallprävention. Ja, früher galt es mal so, dass wenn ein Rückfall entsteht, das dann zu Ende ist. Ja, Rückfall ist sozusagen wie das Dramatische, was passieren kann in der Karriere einer Suchterkrankung. Interessanterweise gehört der Rückfall aber zu einer Sucht dazu, weil sonst wäre es ja keine Sucht. Ja, sonst könnte das ja jeder machen. Die Suchterkrankung führt erst durch den Rückfall zu diesem typischen Rezidivieren, Chronifizierendes mit Rückfälligkeit und mit trockenen Phasen. Und es geht darum, das nicht mehr als Katastrophe zu sehen in der Rückfallprävention, sondern damit zu arbeiten. Und das wäre hier bezeichnet als primäre und sekundäre Rückfallprävention, dass Sie einerseits den Rückfall verhindern, aber gleichzeitig auch in der sekundären Prävention schauen, dass der Rückfall nicht so dramatisch wird, weil Rückfall oder Alkoholkonsum ist nicht gleich Alkoholkonsum. Es gibt das eine Glas, es gibt das zweite Glas, es gibt den absoluten Absturz, es gibt das Saufen, so wie vorher. Ja, und da gibt es eine ganz große Spanne zwischen diesen verschiedenen Verhaltensweisen in Bezug auf Rückfälligkeit. Und darum geht es, diese Sachen zu besprechen und damit umzugehen. Und das wären auch die Einflussbereiche, dass man schaut, was gibt es für Risikosituationen, die herausarbeitet. Manche trinken, wenn sie allein sind, manche trinken, wenn sie ärgerlich sind. Manche trinken, wenn sie sich besonders freuen, weil sie es jetzt endlich verdient haben nach der ganzen anstrengenden Zeit. Und das sind alles ganz unterschiedliche Motivationen. Und es geht darum, in der Therapie diese verschiedenen Situationen zusammen zu bearbeiten. Das zweite wäre rückfallbezogene Kognition. Häufig gibt es Gedanken, ja, die man mit dem Patienten besprechen kann, die sehr wichtig sind. Nämlich, dass man auch sagen kann, dass Drogenverlangen oder das Verlangen zum Beispiel nach Alkoholkonsum was ganz Natürliches ist, was entsteht, wenn jemand süchtig ist. Dass Rückfall möglich sein kann, aber dass es nicht dramatisch ist. Das sind alles Dinge, die sozusagen sich auch in dem Kopf abspielen und die man gemeinsam besprechen kann. Bewältigungskompetenzen steigern wäre etwas ganz Praktisches. Ja, was passiert zum Beispiel, wenn ein Alkoholpatient in ein Restaurant kommt, es wird ihm Alkohol angeboten oder er bekommt von bekannten Angehörigen Alkohol angeboten. Was macht er dann oder sie? Und das kann man natürlich ganz praktisch üben. Ja? Also dass man auch sagt, ich möchte jetzt nichts trinken. Oder was sagt man denn eigentlich? Sagt man dann, ja, ich bin trockener Alkoholiker oder ja, wie geht man damit um? Das sind ganz praktische Sachen, die man ebenfalls trainieren kann. Und als letztes und wie ich finde auch wichtiges ist der ausgewogene Lebensstil. Häufig wird ja Alkohol mediziert, ja, als Selbstmedikation. Das heißt, es ist schon ganz viel Stress am Tag oder es ist ganz ungewöhnliches Problem und irgendwann braucht man den Alkohol, um sich etwas zu beruhigen, um etwas müder zu werden, um sich etwas entspannter zu fühlen. Und der Alkohol dient auch am Anfang dazu ganz gut, weil er genau diese Effekte natürlich hat. Aber auf Dauer gesehen wird natürlich das Problem nicht besser,
warum man den Alkohol konsumiert. Und das heißt, und so würde es auch die Psychotherapie sehen, dass man genau an den Punkten arbeitet, an der Stressbewältigung, dass man andere Möglichkeiten hat, damit umzugehen, als jetzt Alkohol zu konsumieren. Ja, und wichtig und allen Patienten immer wieder gesagt, selbst wenn sie sagen, ich habe einen ganz starken Willen, ich schaffe das schon, dass man nämlich sagt, es ist gut, nach einer Entzugstherapie eine Selbsthilfegruppe oder eine Gruppentherapie zu besuchen. Da wissen wir, dass das in der ersten Zeit, erste halbe Jahr bis ein Jahr, sehr hilfreich ist im Vergleich zu den Patienten, die das nicht machen. Das kann man auch schaffen, es ist aber tatsächlich erwiesenermaßen besser. Wir haben auch heute Teilnehmer und der anonymen Alkoholiker da. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die sich tatsächlich evidenzbasiert auch als sehr erfolgreich herausgestellt hat. Ja, es können andere Selbsthilfegruppen sein. Wichtig ist aber, dass sie tatsächlich diese Empfehlung abgeben, dass sie, wenn sie diese Probleme haben, das nach einem Entzug durchführen, weil das erwiesenermaßen sehr effektiv ist. Was passiert durch diese Rückfallpräventionstherapie? Der Umgang des Patienten mit Sucht und Rückfälligkeit verändert sich ganz grundlegend. Selbstwert wird gestärkt und auch die sozialen Kompetenzen. So, ich komme zur dritten Verfahren, Community Reinforcement Approach. Eine etwas schwierige Bezeichnung auch auf Deutsch. Man würde sagen, eine gemeindeorientierte Suchttherapie. Hier geht es darum, so habe ich das auch aufgeführt, als Ziel, das Leben ohne Sucht soll attraktiver werden. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, das Leben ganz grundsätzlich wieder so zu verändern, im sozialen Bereich, was sich lange Jahre so eingespielt hat. Also lange Jahre hat sich eingespielt, dass man tatsächlich mithilfe der Substanzen, mithilfe des Konsums eine Umstellung des sozialen Lebens geführt hat. Und es geht jetzt nicht darum, was wegzunehmen, weil zu Recht sagt man dann ja, jetzt kann ich ja noch nicht mal trinken und konsumieren, sondern es geht darum, wieder was Interessantes, was Attraktives ins Leben einzubauen, dass man nicht mehr konsumieren müsste oder nicht mehr so viel. Also Verstärker aus sozialem Umfeld haben Einfluss auf den Substanzkonsum und das sind ganz verschiedene positive Verstärker, zum Beispiel in der Therapie, also durch das, was der Therapeut sagt. Hier wieder ein Beispiel, Suchtpatient kommt 10 Minuten zu spät in die Therapie. Der Therapeut könnte sagen, es ist eine Aggression, dass Sie jetzt mir gegenüber, dass Sie jetzt 10 Minuten zu spät sind. Ja, das kann eine Intervention sein. Eine andere Intervention könnte sein, ich sehe, Sie sind zu spät, aber ich freue mich, dass Sie es immer noch geschafft haben. Jetzt haben wir noch 40 Minuten Zeit, miteinander zu besprechen. Ja, was auch was völlig anderes bedeutet. Ja, Sie müssten sozusagen auch als Suchttherapeuten, wir versuchen das immer wieder, tatsächlich auch Patienten motivieren, ja, positiv verstärken für das, weil es ist nicht leicht, in Therapie zu kommen. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Das andere wäre im sozialen Umfeld, in Bezug auf Freizeitaktivitäten. Die meisten liegen ja vor. Jeder hat Freizeitaktivitäten früher gehabt, die sind aber verschüttet gegangen durch den Substanzkonsum oder durch das Suchtverhalten. Und es geht darum, diese verschütteten Aktivitäten, Freuden im Alltag wieder zu entdecken. Wichtig ist dabei allerdings, dass es nicht die Aktivitäten des Therapeuten sind, die er aufführt, sondern eben die Aktivitäten des Patienten. Also gemeinsam bestimmte Sachen ausprobieren kann. Der andere wichtige Punkt wäre jetzt die Paartherapie. Häufig ist es so, dass mit Suchtpatienten in der Paarbeziehung es schon nicht mehr ganz so gut läuft und es gegenseitige Vorhaltungen gibt. Und interessanterweise wird die Kommunikation immer negativer. Und sie führt immer zu dem gleichen Punkt. Und es geht darum, diese Art der Kommunikation mit der Zeit aufzulösen in Richtung einer positiven Kommunikation. Weil meistens entstehen Vorwürfe, dann wird wieder konsumiert, dann werden die Vorwürfe größer und so weiter und so weiter. Also eine Paartherapie ist häufig ganz entscheidend, um auch hier positive Verstärker einzubringen. So, was macht jetzt diese gemeindeorientierte Psychotherapie? Entwicklung von Alternativen und Förderung suchtfreier Interessen und Aktivitäten und auch der Vorteil, dass das ganze Umfeld mit einbezogen wird. Also alle, die auch mitleiden, die Angehörigen, die Partner, die mithelfen quasi an der Suchttherapie, dass man die Sucht möglichst bald
verlassen kann wieder. Das ist jetzt das Letzte, was ich Ihnen noch mitgebracht habe. Das Kontingenzmanagement stammt auch aus Amerika, ist noch nicht so häufig im deutschsprachigen Raum übersetzt worden, ist in Studien sehr effektiv nachgewiesen. Hier geht es darum, dass tatsächlich, und Sie merken das wieder, die positiven Verstärker sind ganz wichtig. Hier macht man es nicht mit Therapie, ja, oder mit sozialen Aktivitäten, sondern ganz real mit Gutscheinen und Preisen. Das heißt, ein bestimmtes Verhalten wird sozusagen verstärkt dadurch, dass man was bekommt. Da können Sie natürlich sagen, in Studien kann man das machen, ja, da kann man Gutscheine geben. Wie soll das real aussehen? Da haben Sie völlig recht, ja, das ist natürlich noch schwierig, weil das kostet natürlich was. Aber ich gebe zu bedenken, die Effekte sind sehr groß und wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind auch den ganzen Tag positiv verstärkt durch Werbung oder durch Sammelpunkte. Also alles das, was sozusagen ein Anreiz bedeutet, ein bestimmtes Verhalten auszuüben, ist das, was hier genutzt wird, um tatsächlich von der Sucht wegzukommen. Und es dient vor allen Dingen in den ersten Schritten auch bei Suchterkrankungen, die sehr schwer und bei denen wir keine Medikamente derzeit haben. Also aufgeführt habe ich hier Heroin, Kokain, Benzodiazepine, Cannabis und Zigaretten, bei denen es sehr hilfreich ist. Möglicherweise weniger hilfreich bei der Alkoholabhängigkeit. Das ist das, was die Studien sagen. So, ich habe hier, komme zur Zusammenfassung und damit der letzten Folie meines Vortrages. Suchterkrankungen gehören zu den besonders stark stigmatisierten psychischen Erkrankungen. Da habe ich Ihnen zwei wichtige falsche Vorurteile genannt. Deswegen bedeutet es eine große Anstrengung von allen, die Suchtexperten, dagegen immer wieder vorzugehen und neue positive Erfolge zu vermelden und Studien zu zeigen, die darauf hinweisen, dass Suchterkrankungen sehr wohl sehr gut zu behandeln sind. Suchterkrankungen sind aber auch eine schwere Erkrankung, setzen körperliche Schäden und psychosoziale Beeinträchtigungen voraus. Was kann man machen? Die Alkoholabhängigkeit kann auch medikamentös behandelt werden. Ich habe Ihnen vier Medikamente vorgestellt, die dies erwiesenermaßen machen. Und suchtspezifische psychotherapeutische Behandlungsmethoden können bei allen Suchterkrankungen erfolgreich eingesetzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.